Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Survival. Mein Name ist Dr. Skill, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. In der heutigen Folge geht es hier wieder so ein bisschen weiter um die Grundproblematik von, sage und schreiben, dieser Mobfarm. Problem ist ja, dass das so alles gar nicht funktioniert, wie es soll. Also der einzige Vorteil, den ich aktuell sehe, ist, dass die Mobs mich nicht sehen. Da fehlt noch ein bisschen dieser ganze Automatisierungsprozess. So, was ich auch noch machen kann, ist mal hier kurz die Leitern auswechseln. Moment mal, ich glaube da brauche ich hier auf der Seite aber auch nochmal eine. So. Okay, so und so. Jetzt schaue ich nur, warum ist hier zwei Blöcke? Nicht. Ja, genau, auch so machen. Oder ich mach so. Ich mach so. Gut. Na, also hier so ein bisschen. Oh, schwierig. Komm einfach mal vorbei. Kuckuck. Gut. Mach hier mal kurz zu, bevor da noch irgendeiner durchhüpft. Dann einmal schnell wieder nach oben. Einerseits müsste ich hier nochmal das Ganze ein bisschen mehr ausbauen. Ja. So, das heißt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das ist echt 7 erst? Moment mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ha! Hab's irgendwie gedacht. So, das heißt hier quasi einmal hier ist so eine Lücke. Dann kommen ja zwei rüber. Ja, dann auch hier mal einfach einen Block runtergehen und damit es da wieder hochgeht. Und dann auch hier wieder achte. Hier. Hab ich noch Kohle? Nö. Hatte ich überhaupt mal Kohle? Nö. Gut. Hier. Ach, hier habe ich Kohle. Super. Obwohl mein Kohlewitz ja eigentlich anders gemeint war. So, das heißt, ich kann jetzt schnell hier mal multiplizieren. 1, 2, 3, 4. 2, 3, ja. So, das wollte ich nur einmal kurz quer schicken und dann ist es eigentlich nur noch hier in die Richtung wieder aushöhlen. Gut. Soweit erstmal okay. Muss man dann halt noch alles aushöhlen. Was ich jetzt viel Spannenderes mache, ist eigentlich mal diesen Weg hier ein bisschen vorantreiben, der hier so lang gehen soll. Aber das ist gerade ein bisschen spannender wie die letzten Folgen Monster Farm. So, das heißt, ich tue mal einfach hier so ein bisschen den Krimskrams weg. Ups, zwei Bögen wollte ich nochmal kurz benutzen, um den ein bisschen besser zu machen. So. Also Plan ist es, dass man hier lang gehen kann. Dass hier ein langer Weg lang führt auf jeden Fall. Mal so formulieren. So, der Stein ist zwar dafür gedacht gewesen, aber ich glaube, ich lasse den Weg jetzt echt einfach hier oben so schön lang gehen. Da ist das auch überschaubar. So, wenn ich dann hier hinten bin, gucke ich mal weiter. Jo. Das ist doch mal eine grundsätzlich gute Idee. Mindestens in meinem Kopf. Meistens sind die Ideen in meinem Kopf gar nicht so schlecht. Meistens zumindest. Okay. Das heißt, ich mache hier auch nochmal so einen drauf. So, genau, jetzt muss ich nur hier ein bisschen anpassen. Ups. Hab noch mehr Erde, gut. Dass hier alles so richtig ist. Mal einfach hier die halbieren. Und dann hier mit den Stufen weiter. Das wurde sich ja in den Kommentaren mal gewünscht. Solche Steine zu benutzen, weil das einfach schöner aussieht und ich kann es nachvollziehen. So. So, hier mal so einen kleinen Gang bauen. Naja, könnte noch mal ein bisschen mehr sein. Falls mir gerade, aber hier ist es ja auch eine 2 und hier war es eine 3er-Treppe. Ja. Ist okay. Was ich dann nochmal schauen muss, ist, ich glaube, wo war denn der Weg? Irgendwo hier war eine. War doch hier ein Weg. Weiter links, bisschen viel weiter links. Okay, hier ist der Weg. Da stimme ja, das kann stimmen. Okay, das heißt, ich mache mir mal hier so eine grundsätzliche Markierung.
Ja, von da kommt der Weg. Aha. Das heißt, der Baum wäre im Weg. Ah ja, das heißt, hier geht's eigentlich runter. So, das heißt, ich markiere mir das mal kurz so und so. Hab mir mal kurz die Axt, denn dann muss der Baum hier schon mal weichen. Das ist eigentlich schon mal sehr sicher. So, jawohl. Jetzt gucke ich noch einmal ganz kurz parallel. Mache ich mal kurz hier so. Ah, da. War gerade nebenbei noch ein Fenster bei mir offen, was ich zuhaben wollte. Den Baum kann ich auch mal kurz weghauen. So. Jetzt schaue ich gerade nur mal. Ist der hier, ne? Dann ist das die Mitte. Ja, das kann man, glaube ich, so weit durchziehen. Ah, ich mache mal einfach so. Wird dann hoffentlich am Ende schon alles irgendwie passen. Bis dahin mache ich das jetzt einfach mal so, wie ich es gerade für richtig empfinde. So, schön. Jawohl. So, das hier auch noch kurz weg. Sehr schön. Gut. Ah, das heißt, der Stein kann auch weg und markiere mir das mal kurz so, dass ich da immer wieder erkenne, wo der Weg lang gehen soll. Dass der jetzt hier so lang laufen wird, dann entsprechend hier auch einfach durchgeht. Ah, ich heiße nur mal eine neue Schaufel. Ah, eine, zwei, vielleicht drei. Ah, wer weiß. Gut, das mache ich jetzt mal auch weg. Das heißt, zwei Schaufeln gehe ich jetzt mal mindestens von aus, werden hier wegkommen. Wenn es gut läuft. Ah, wenn es noch mehr wird, dann sei es drum. Aber erstmal mindestens so. Und ich könnte eigentlich, das wäre ein bisschen auch smart, die Steinsäge nach vorne holen. Und also nicht immer so weit laufen. Dann habe ich hier noch Blöcke drin. Ja, beträchtliche Anzahl. Okay. Da schaue ich dir nochmal hin, wenn es weitergeht. Das tue ich erstmal hier so ein bisschen. Brauche ich denn 6 Stück? 6 Treppen. Das heißt, wir brauchen nochmal 2. Da. 2 Treppen. Super. Ah, und es wird Nacht. Okay, und ich brauche nochmal 2 Treppen. Ich habe mich verzählt. So, aber auch das kein Problem. Und die Stufe. So. Perfekt. Und dann geht das hier so über. Und dann muss ich mal schauen, dass ich das hier dann auch noch alles nochmal ein bisschen schöner baue. Vielleicht mache ich das dann doch 3 breit hier. Eigentlich ja schnell gemacht. Das wäre ja... Ups, einmal kurz orientieren. Das hier so und dann eine Stufe runter, die ich nicht habe, okay. Aber ansonsten hier so lang. Ja, das könnte gehen. Das wäre dann hier 3. Muss dann nur noch mal gucken wegen der Erde, aber an sich. So, das kann man ja hier auch vereinbaren. Ich guck mal kurz, wie ich das am besten mache. So wahrscheinlich. So. Und dann hier irgendwie runterfallen lassen. Okay. Ja. Ich glaube, so ist es echt überraschend hübsch. Gut. Das heißt, das Ganze auf der Seite auch nochmal. Okay, und hier dann auch. Das folglich. Das Ganze nochmal ein bisschen anpassen. Jo. Es geht voran. So, das hier auch drauf. Ja, sehr stark. Und dann kommt man hier so runter. Und dann kommt hier der riesen lange Weg bis zum Netherportal. Okay. Wird schon nicht so schlimm werden. Ups. So, das hier. Und da brauche ich so einen anderen. Machen wir jetzt mal kurz, ohne die ganze Zeit hin und her laufen zu wollen. Einfach mal kurz hier so eine Stufe. Kann ich ja hier auch nochmal so ein bisschen platzieren. Und dann ist das, glaube ich, fein. Okay. Schön. Das heißt, man läuft hier rüber, ist auch noch schön. Dann kommt man hier runter und dann ist na noch nicht so, so schön. Hier muss dann erstmal die ganze Erde noch weg. Das geht auch. Ist jetzt auch nichts Übertriebenes. Muss einfach nur gemacht werden. Das ist auch wieder okay. Ups. Hier. Moment mal. Ich brauche einen Block, den ich nicht platzieren kann. Da. Leider geht hier nicht so rechts. Ich wollte einen Rechtsklick machen, das hat aber nicht geklappt. So. Und dann kann ich hier auch nochmal so ein paar Laternen eigentlich gut mit reinbauen. Würde mir jetzt auf jeden Fall einen Kopf schießen. Könnte sicher hübsch aussehen. Ja, so mit Zäunen. Zäune sind, glaube ich, hübsch.
Also ergeben sich sehr gut. Und dann irgendwie... Ja, ein Glowstone ist, glaube ich, ein bisschen zu einfach. Aber ich überlege auch gerade, welche Laterne sonst. Also irgendwie passt es dann doch schon wieder. Ah, da ist Klaus. Klaus arbeitet mit. Was macht Klaus? Hat er wieder einen Block geklaut? Ja, der Erdblock hier muss darüber, Klaus. Ja, genau. Super. Jetzt müsstest du nur noch weitergehen und arbeiten. Ah, er hat, glaube ich, wieder arbeiten gehört und läuft einfach weg. Okay, alles klar. Versuch was wert. So, das heißt hier nochmal so ein bisschen. Ja, jetzt ist er verschwunden. So, das hier auch nochmal alles so. Ups. Habe ich noch mehr? Ja, ich habe noch Blöcke. Gar kein Problem. Ich kann eigentlich alle machen. Wird eh nochmal hier sehr blockintensiv werden. So, das hier auch. Jawohl. Weil ich mir gerade, der Weg geht hier noch weiter. Ich will bloß nicht unnötigerweise irgendeine Treppe anfangen, wenn es da noch gar nicht so weit ist. Hier kann Erde bleiben. Das hier alles wieder zurück. Hier buddeln. So. Was, glaube ich, auch cool sein könnte, sind so Lichter im Boden. Das könnte man sehr gut machen. Eine Redstone-Lampe, eine Fackel drunter. Und dann leuchten die. Können wir ja fast mit einem Lichtsensor arbeiten. Als Ergänzung, dass die halt dann auch nur leuchten, wenn Nacht ist. Muss ich mir mal überlegen. Die Idee ist wahrscheinlich gar nicht so verkehrt. Das Ganze dann noch umzusetzen und so weiter, wird dann nochmal der spaßige Teil. Aber so für Schritt 1 nicht verkehrt. So, das sieht doch mal schön aus hier, der Weg soweit. Was man dann, glaube ich, auch noch machen kann, ist ein paar zerbrochene Steine zwischenschieben. Einfach, um da ein besseres Gefühl zu haben. So, jetzt mal hier so ein bisschen die Erde nach vorne ziehen. Gleich auf der Seite wieder. Steinsäge hier. Ah, hier kommen die Bäume irgendwie. Ah, das Holz wird zu nah dran sein, oder? Ja, da ist das Holz zu nah dran, dann tun die Blätter nicht verschwinden. Das soll mir auch ganz recht sein, aber muss halt jetzt behoben werden. Und Apfel, vielen lieben Dank. So, das heißt, das hier auch alles noch weg. Und ich brauche mal kurz 3 Treppen, nachdem ich mir mal kurz überhaupt Blöcke gemacht habe. Kann ich mir auch kurz 3 Treppen machen. Sehr gut. Aber die Knochen habe ich. Ich dachte, ich habe sie fallen gelassen. Okay. So, 1, 2, 3. Jetzt schaue ich nur gerade. Das ist ja... Oh, ich glaube, ich brauche fast nochmal 2 Treppen. Geht hier ganz schön hoch. Na gut. Sei es drum. Ich brauche dann auch nochmal so viel wieder nach unten. So, passt. Dann also mal hier noch entlang die Blöcke wegtun. Blöcke hinbauen. So. So, dann hier auch noch mal ein bisschen. Ja, schön. So. Und dann jetzt ist nur noch das Zeug, was hier ist. Hat sich jetzt nicht so positiv angehört. Aber ich meine einfach nur hier die Blöcke so ein bisschen. Ah, Moment, ich habe nochmal 64. So, dann ist der Weg ja hier schon mal zum Teil ein bisschen hübscher. Und Blick auf die Uhr bedanke ich mich auch wieder bei euch fürs Zuschauen dieser Folge. Schaltet doch gerne morgen ein, wenn wir den Weg dann hier noch, ja, ich denke mal, fast fertig könnten wir es kriegen, oder fertig? So weit ist es nicht mehr. Fertig kriegen. Bis dahin. Ciao, ciao.